Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Arkham Horror Mother's Embrace. Wir sind immer noch in der Nervenheilanstalt und wir sollen mal kurz die Ziele checken. Lass mal kurz sehen. Nebenziel, den Safe im Büro öffnen, okay. Und die Isolationszellen nach Informationen untersuchen. Low Security. Ich weiß nicht, hier waren wir ja schon, genau. Deswegen gehen wir doch einfach mal in den High-Security-Flügel. Die Tür ist zu, dann schließen wir sie mal auf. Oh oh, es geht gleich schon los. Ist gar nicht gut. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh je. Oh. Gott sei Dank haben wir diesen Test bestanden, weil ansonsten hätte hier die, wie hieß sie nochmal? Das war Kate, das war Agatha und das hier war Scully. Das war Scully, ganz genau. Ansonsten hätten wir ein Problem gehabt mit der Scully, dann hätte sie auch ein Trauma bekommen. Ich sehe, hier hinten ist ein Polizist, der eine Schusswaffe hat. Das ist gar nicht gut. Also, direkt im Kampf am Anfang der Folge, oh je. Sehen wir mal, was wir zu bieten haben. Ich habe kein Koffein bei mir. Ah, und hier können wir jetzt einen Zustand entfernen, wenn wir wollen. Dafür war dieses Tonikum also da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am besten, ich bewege mich mal. Ich bewege mich mal in die Richtung des Polizisten. So. Um dann überhaupt nichts mehr auswirken zu können. Nee, das ist blöd. Oh je. Also das mit den 4 Aktionspumpen für eine Waffe finde ich echt nicht gut. Da sollten wir auf jeden Fall etwas ändern. Ich stelle mich mal hier hin und gebe Feuerschutz in diese Richtung. Gut, Nummer 2. Kate. Die braucht auch 4 Aktionspunkte für eine Waffe, hat aber Koffein. In dem Fall könnten wir wahrscheinlich uns 3 weit bewegen. Oder 2... Ja, machen wir so. Dann nehmen wir Koffein, um unsere Aktionspunkte wieder zu füllen und hauen diesen Verrückten mal mit unserer Rohrzange kräftig aufs Maul. Zack, sauber. Schon mal mehr als die Hälfte weg. Und damit wären wir auch am Ende mit unserem Zug. Und die hier hat auch ein Bleirohr. Oh, ich werde auf jeden Fall den Polizisten mal stunnen. Ja, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Verteidigung. Eine Runde lang betäubt. Oh, ich bin nicht in dessen Reichweite. Das heißt, wir müssen erstmal... Oh je, das kriegen wir ja gar nicht hin. Ich weiß nicht, könnte das reichen? Ja, wunderbar. Alles noch im Kreise, alles im Radius. Machen wir. Und wenn wir Glück haben, kriegt er auch noch 5 Schaden wegen Wildzaubern. Nee, tut er nicht. So, da kriegen wir jetzt... Oha! Oha! Das finde ich jetzt aber nicht gut. Und der zaubert. Beziehungsweise heilt. Oh je, die Mythosuhr schreitet auch immer weiter vor und wir haben auch keine Taschenuhr, die wir verwenden könnten. Gut. Mit ihr gehen wir dann mal hier in diese Richtung. Nee, warte. Ich stelle mich hier hin und mach Feuerschutz. So. Sie zieht hier nochmal dem Typen eine rüber. Zack.
Der hat sich aber geheilt, weswegen das jetzt nicht so viel war. Wie viel Leben haben wir denn noch? 13. Okay, und sie wird sich mal wieder um 1 bewegen. Wir gehen immer Stück für Stück, kommen wir dem näher. Nee, der Polizist bitte. So. Oh, 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 oh. Ah, was macht das? Betäubt ihn auch, sehr gut. Sehr gut, das bringt uns viel. 6 Schaden, noch 7 Leben. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen in dieser Runde nochmal. Oh, alle Ermittler müssen ihren Verstand 2-mal prüfen. Was? Na toll. Der Wahnsinn greift um sich. Wir sind tagträumerisch. Haben wir das nicht schon? Initiative leicht verringert. Na gut, damit kann ich momentan leben. Oh, und ich bin betäubt. So, jetzt sie hier kriegt auch ein Trauma. Geisteslücke. Sie wollte gerade etwas sagen? Oder war es nur ein Gedanke? So oder so, es ist ihnen entfallen. Mit ihrem Verstand stimmt etwas nicht. Ganz genau, mit meinem Verstand stimmt etwas nicht. Und ich bin auch betäubt. Na toll. Okay, in der nächsten Runde müssen wir die Kate auf jeden Fall im Büro lassen, damit sie ihr Trauma los wird. Jetzt bewege ich mich mit ihr wieder. Hierhin. Und ich zaubere nochmal auf den Polizisten. Damit er bloß nicht zum Zug kommt, bis wir auch bei ihm sind und ihm richtig schön eine draufgeben können. Ah, sehr gut. Das trifft sich sehr gut. Also Wildzaubern kann uns alle treffen. Sowohl... Ach ja, und wir waren betäubt, deswegen sind wir jetzt... Oh, die arme Kate. So, dreckige Bandage. Moment, ich muss mal kurz sehen, was wir im Inventar haben. Die hat gar nichts zum Heilen mehr. Ich muss die zuerst heilen. Diesen Gegenstand verwenden? Nein, nicht auf mich. Okay, dann muss ich zuerst handeln, damit ich... Oder stehe ich nicht im Radius von der... Naja, egal. Dann hau ich hier einmal zu. So. Oh, natürlich nicht. Und, gib weiter. Ja. So, jetzt sie kann nicht handeln, muss zuschlagen. Wir könnten ihn töten, wenn wir Glück haben. Könnten wir ihn töten. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. Okay. Jetzt tötet er halt uns. Finde ich nicht gut. So, sie bewegt sich. Komme ich jetzt an den Rand zufällig? Nee, natürlich nicht. Ah, okay. Nein, nicht auf den, sondern auf den. Und hoffentlich wild zaubern wir wieder hier. Geht etwas schief, aber hoffentlich nicht für uns, sondern für die anderen. Und wen erwischt es? Oh, das ist schön, das gefällt. So, bitte nicht auf Kate. Ah, er heilt sich, alles klar. Sehr geil, sehr geil. Ist doch nochmal alles gut gegangen. So, beweg dich mal, nein, nicht angreifen, beweg dich mal hierhin. So, und jetzt heil mal bitte die hier. Sehr schön. Und Willenskrafttest? Natürlich nicht bestanden. Wie soll's denn auch sonst sein? Es wäre doch viel zu einfach, wenn wir den Scheiß einfach... Werde ich wütend. Mach mal nochmal. Gut. Und... Natürlich...
Warum hoffe ich eigentlich noch? Huch, nee. Die muss jetzt angreifen. So, und damit tötet sie auch diesen Gegner. Und jetzt müssten wir eigentlich weit genug gelaufen sein, damit wir mit Agatha dort hinten endlich dem eine reinhauen können, ne? So. Zack. Geblendet, okay. Ja, jetzt werden wir angeschossen. Und natürlich kriegen wir kritischen Schaden, trotzdem, dass er geblendet ist, ne? Hätte ja... Wäre ja zu schön gewesen, wenn der irgendwie... Wäre zu schön gewesen, wenn wir den einfach so hätten. Wenn der uns einfach nur normal treffen würde. Ah, ist ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Also man merkt, das Spiel spielt schon sehr stark gegen uns. So. Aber jetzt haben wir ihn umzingelt. Er hat keine Chance mehr. Angreifen. Und nochmal geblendet. Bin ich gespannt. Natürlich kritische was zum... Hä, das gibt's doch nicht. Ich weiß, die Pistole, die hat 30% kritischer Schaden, aber... Von den 50 Mal, die wir mit der Pistole vielleicht geschossen... Okay, 50 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sagen wir. Von den... Naja, 20 Mal, die wir mit der Pistole rumgeballert haben, waren auf gar keinen Fall 30% kritische Treffer. Auf dem Schreibtisch liegt eine Patientenakte. Leider ist die Handschrift völlig unleserlich. Unleserlich. Was ja typisch für Ärzte ist und ihrer unleserlichen Handschrift. Ich hatte da mal ein Praktikum in einem Krankenhaus. Und dort hatte ich mitbekommen, dass man die Ärzte ihre Berichte auch diktieren in ein Diktiergerät, sodass, das hat man eingeführt, weil als Arzt muss man schnell arbeiten, deswegen schreibt man schnell und dementsprechend ist die Handschrift auch unleserlich. Und da hat man gesagt, okay, anstatt dass ihr es aufschreibt, könnt ihr auch diktieren. Und das wird dann alles so auf kleine Kassettchen gemacht, so alte Diktiergeräte, schön in der Kartei abgelegt, damit sich andere Ärzte oder Leute, die das halt zu hören bekommen, die das brauchen mit dem Patienten, die dürfen das dann auch selbst hören und müssen nicht sich durch etwaige Scheißhandschriften quälen. Anfassen. Bandagen, sehr gut, die nehmen wir mit und die kriegt die Kate. Okay, das Buch ist fast zerstört, damit habe ich gerechnet, macht aber nichts. Jetzt, wer liegt denn da hinten noch? Lass mal sehen. Ein Blick reicht aus. Ansehen. Oh, und wir kriegen ein zweites Traumata. Eine Pistole, einen zweiten Zettel. Die Pistole ist neu, die geben wir mal ihr hier. So, jetzt kriegen wir auch nochmal ein Trauma. Was soll's denn heute sein? Monophobie, Tagträumerei, Minimalist. Geringe Chance, einen Gegenstand im Inventar zu zerstören. Bitte, was? Finde ich aber gar nicht nett. So, nee, halt, ich wollte sehen, wer von meinen Ermittlern... Die ist im Fernkampf schwach und die anderen beiden sind durchschnittlich. Da werde ich die Pistole lieber ihr geben. So. Können wir hier... Huch, ist hier was? Nö, da war nix. Gehen wir hier rein. Oh je, die arme, der arme Mann hier. Was fehlt dir denn? Aha. Sozial. Manchmal muss man für eine Lösung eines Problems auch mal seinen Charme spielen lassen.
Der Wahnsinnige starrt in deine Augen, als würde er eine Entscheidung abwägen. Ja, ruft er schließlich. Ja, du bist würdig. Er beugt sich vor und flüstert. Zwei Anteile klaren Rum, ein Teil trockener Wermut und ein spritzender Orangenlikör. Ein Schluck dringt aus seinem Mund und er meint, vor der Prohibition war ich Barmann. Als er davon wanderte, kicherte er und mit sich selbst. Spricht er mit sich selbst. Und er lässt dich ziemlich durch sich zurück. Toll. Wieder ein Rezept. Ich habe das Gefühl, hier gibt es in jeder Mission gibt es ein Rezept, das man entdecken kann. Was tue ich hier? Worte an der Wand. Wer ist dieser O'Banion? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht bin, aber ich bin so verwirrt. Könnten Sie recht haben? Aha, hier saß dann wohl unsere getauschte Persönlichkeit. Huch! Ah, okay. Wieder dasselbe Zeichen, wie wir es schon in der im Wohnhaus von der McGonagall gesehen haben. Oh Gott, wenn es so weitergeht, kriegen wir noch ein drittes Trauma. Deine Nackenhaare stellen sich auf, als du die esoterischen Symbole siehst. Die Wände und der Boden sind bedeckt. Sie sind in Blut geschrieben. Und obwohl du die Sprache nicht verstehst, kommen dir die Worte doch seltsam bekannt vor. Ist das der Patient's Room? What happened to this place? Ja, Texas Chainsaw Massacre ist hier passiert. Was denn sonst? Nothing human could have caused so much damage. Das muss die Kreatur gewesen sein. Just look at what it did. No orderlies could hope to restrain it. A person made this writing. Did the creature drag him away? If not... Dann hat sie ihn wohl gefressen. This symbol on the floor looks familiar. Ja. It's the same symbol we saw in the professor's office. Ja. What a curious development. Ja. Oh, wirklich eigenartig. If a patient told me this, I would suspect he was delusional. Albert Hatcher, the gravekeeper, has transformed into this abomination? Ganz genau. I can't believe that monster used to be human. Science is full of phenomena that appear miraculous, even to trained scientists. This is something new. Something worthy of study. Once circumstances become less life-endangering, naturally. Ja, zum Glück sind wir nicht nur Wissenschaftlerin, sondern schwer bewaffnet, weshalb wir dieses Lebensbedrohliche ganz schnell in Matsch verwandeln können. Beziehungsweise beim Wiedergeborenen, beim Friedhofswärter, der vielleicht mal ein Mensch gewesen war, aber es jetzt nicht mehr ist, hat es leider nicht so gut geklappt. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal gegen ihn kämpfen, denn mit uns sieht's wirklich nicht sehr gut aus. It's hard to believe, but the creature did look like a human being that had been taken over by, I don't know, some kind of controlling parasite? I'm beginning to suspect that creature is the source of the mental disturbance among the patients. I myself can feel a pressure in my mind. If we stay here too long, I fear it might take over our actions also. Ja, das tut's jetzt schon. Die Mythos-Uhr zum Beispiel, die steuert unser Handeln ganz, ganz stark. Our weapons were useless against the thing. Even all the asylum staff haven't been able to repel the creature. It's too bad we don't have a dozen rifles. And a dozen soldiers to fire them. That broken boiler makes a lot of noise. Maybe we could start it up to lure the creature into a trap. Oh je, willst du mich verarschen? There must be something down there we can use as an explosive. Perhaps some fuel. Wirklich? You can't honestly think you have a chance against that beast. The most prudent course is to flee this place at once. Let others deal with that fascinating specimen. Ja, das, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht glauben. Die wollen das Ding jetzt tatsächlich irgendwie in den Boilerraum locken und es in die Luft jagen. Habt ihr sonst nichts zu scheißen? Haut doch ab dort. We can't just leave the inmates and staff at the mercy of the monster. What if it got out? All of Arkham would be at risk. Ja, aber Arkham hat Polizei. Wir nicht. Arkham Asylum hat nur einen Haufen Verrückte. The stairs to the boiler room are near the entrance. Na gut, dann werden wir das wohl trotzdem machen. Oh je. Haben wir jetzt eigentlich die Kombination für
Finde den Code. Jetzt können wir den Safe im Büro öffnen. Wo war nochmal das Büro? Tür, geschlossene Tür, neues Gebiet. Aha. Tür, geschlossene Tür. Okay, das sagt mir halt echt nicht viel. Hm? Hier hinten ist ein neues Gebiet, sagen wir. Gut. Aber hier waren wir doch schon, oder? Ja. Hier drin auch. Ah, hier ist der Safe. Gut. Den können wir öffnen. Ach, was? Ich kann nicht lesen. Verdammt. Okay, bevor wir die Kombination eingeben, sehe ich mir nochmal kurz unsere 1, 12, 34, 2. Gut. Bitte was? Vor welchem Rätsel stehen wir denn jetzt? Telegramm. Ein Stück Papier, auf dem geschrieben wurde. 1-12-34-2. Hier steht wahrscheinlich auch nichts vom Safe. Nee, das ist nur die Hauptentwicklung. Hier, der Wiedergeborene. Welch erstaunliche Transformation. Die Tentakel, dickere Beine scheinen direkt aus dem menschlichen Torso erwachsen zu sein und der schreckliche Schnitt quer über die Schultern klafft auf wie ein enormes Maul. Oh, der Kopf ist verschwunden. Das Gehirn muss in die Brusthöhle hinabgezogen worden sein. Das wilde Umschlagen lässt vermuten, dass es der Kampf zwischen dem menschlichen Geist und der derzeitigen bestialen Gestalt noch nicht beendet ist. Die neuen Muskeln und die neue Haut müssen enorm stark sein, um eine derart unnatürliche Form zu ertragen. Wie sollen wir es bezeichnen? Wiedergeborenes. Oh ja. Na gut. 1, 12, 34, 2.